Hey Leute, hier habe ich euch jetzt die Hystrix mitgebracht. Die Hystrix habe ich von DE zur Verfügung gestellt bekommen, damit ich sie euch möglichst schnell zeigen kann. Und ich denke, ich habe da was Schönes für euch zusammengestellt. Also, die Hystrix ist eine neue Art von Sekundärwaffe. Ich glaube auch die erste es gibt schon eine Sekundärwaffe mit einem sekundären Feuermodus. Aber hier die Hystrix ist zum ersten Mal wirklich was, wo sich dann groß was verändert. Also, Moment, ich fange ganz von vorne an. Wenn wir uns die Sets von der Hystrix anschauen, sehen wir, wir haben einen Giftstachel, einen Feuerstachel, einen Elektrostachel und einen Eisstachel. Die Stats sind mehr oder weniger gleich, unterscheiden sich nur in Kleinigkeiten. Zum Beispiel vergleicht es hier gerade mal 2,4, 34,4, 3,2, 2,2, 31,2, 9. Also kein großer Unterschied. Die Sache ist jetzt, wenn wir die Waffe ausgerüstet haben und auf die... Moment. Und auf den sekundären Feuermodus draufdrücken, können wir die Stachel durchwechseln. Das bedeutet, wir können die ganze Zeit einen anderen Modus hier ausrüsten. Jedes Mal, wenn wir draufdrücken, auf den sekundären Feuermodus. Jetzt hat jeder Stachel einen netten Effekt. Zum Beispiel der Giftstachel hat eine 100% Chance, einen Giftschadenseffekt auszulösen, Giftstatuseffekt auszulösen. Der Feuerstachel einen Feuereffekt, der Elektrostachel einen Elektroeffekt und der Eisstachel einen Kälteeffekt. Bedeutet, Dot über Zeit bei Gift, Dot über Zeit bei Feuer, aber stackt nicht, bei Gift stacks schon, also ziemlich geil. Und Gift ignoriert Schilde. Eisstachel friert die Gegner ein, was bedeutet, sie werden langsamer. Und der Elektrostachel, der ist jetzt leider sehr, sehr enttäuschend, weil man würde ja eigentlich meinen, dass man dann bei jedem einzelnen Brock diese Elektroexplosion hätte. Also, schaut einfach mal. Ich schieße drauf. Ah, Moment. Also, ich schieße drauf, Elektroexplosion. Ich schieße drauf, Elektroexplosion. Da könnte man jetzt meinen, ja, es kommt doch jedes Mal eine Elektroexplosion. Leider falsch. Schieße ich mehrmals auf den gleichen Gegner, kommt nur einmal die Explosion. Erst nach einer gewissen Zeit kommt dann wieder eine neue Explosion. Das heißt, die Elektro lohnt sich nur, wenn man die Gegner durchwechseln kann. Eigentlich schade. Ach ja, das Ganze ist eine Schnellfeuerwaffe, das bedeutet, wenn ihr dann zum Beispiel sowas wie Gift drauf habt, achtet jetzt mal auf die Anzahl der Giftprocs. Sehr viele. Also schon ziemlich geil. Was man wissen muss, der Statuseffekt verbindet sich nicht mit einzelnen Elementaren. Das bedeutet, sagen wir mal, ihr habt schon Strahlung drin, also Elektro und Hitze, und habt dann noch einen einzelnen Kältemod drin. Habt dann den... Giftstachel ausgewählt, dann macht ihr keinen Viralschaden, sondern ihr macht wirklich euren Kälte, euren Strahlungsschaden, ihr macht euren Kälteschaden und ihr habt euren Giftbrock. Das verbindet sich nicht. Habt ihr jetzt aber zum Beispiel eine Kombination wie ich drin, also mit Korrosionsschaden, und das mit zwei Giftmods, Pistolenpestilenz und Pathogenprojektile, dann zählen in diesem Fall die beiden Giftmods als Base Damage Mods für den Stachel. Bedeutet, normalerweise skaliert unser Stachel, zumindest der Proc Damage, nur über den Base Damage. Aber wenn wir, also zum Beispiel sowas wie Hornissenstich, haben wir jetzt aber noch die passenden Elementarmods drin, zum Beispiel beim Giftstachel die beiden Giftmods, dann zählen diese beiden auch als Base Damage. Was bedeutet, mein Giftproc geht in die Höhe. Genau das gleiche gilt auch für die Elektromods beim Elektrostachel, Kälte. Na, beim Kältemod dürfte es ziemlich egal sein, weil das nicht mit Schaden skaliert, aber beim Hitze dürfte das dann auch nochmal funktionieren, beziehungsweise es funktioniert sogar. Da sollte man auch wissen, wir haben noch einen Prime-Mod, Prime-Flammladung, was bedeutet noch mehr Base-Damage. Kann ich euch aber auch nicht empfehlen, weil ihr wisst es vielleicht noch, habe ich gerade eben schon gesagt, Gift-Schadenseffekte stacken, alle anderen stacken nicht. Das zumindest von denen, die wir hier auswählen können. Deshalb ist in meinen Augen der Giftstachel der einzige, den wir wirklich beachten sollten. Dazu kommt, dass von den Solo-Elementaren Gift der effektivste ist. Gift macht einen schönen Schaden, Gift stackt und Gift ignoriert Schilde. Also alles in allem, mit Gift machen wir wirklich eine richtig geile Waffe da draus. Die Mods, die ich drin habe, sind Laufstreuung, Pistolenpestilenz, Ruck, Pathogenprojektile, tödlicher Schwall, Hornissenstich, Prime Panzerbrecher und Prime Clever Schachzug. Wenn wir hier mal hinschauen, wir haben eine Crit-Chance jetzt von 70%, Crit-Multiplikator von 4,6,
mega. Das Einzige, was ein bisschen störend ist, ist eine Magazingröße von 16. Aber da habe ich mir überlegt, das können wir doch eigentlich zu unserem Vorteil nutzen, indem wir zum Beispiel sowas benutzen wie Arcanes Erwachen. Beim Nachladen haben wir eine 40% Chance plus 100% Schaden hinzuzubekommen. Und Arcane Präzision, bei Kopfschuss 80% Chance für 120 Schaden. Das bedeutet, durch die beiden Arcanas bekommen wir nochmal 220% Base Damage. Also schon ziemlich cool. Ich werde es euch jetzt einmal zeigen mit den Arcanas, einmal ohne die Arcanas. Und ich wechsle jetzt einfach erstmal rüber zu meinen Melee Arcanas, weil die wirken sich halt gar nicht auf die Sekundärwaffe jetzt aus. Erst hier hinten der Uralte. Mit der richtigen Waffe. Und jetzt seht ihr auch, warum ich die Gifteffekte in die Höhe treiben wollte. Weil die Procs alleine machen da schon super viel Damage. So, der Damage hier, das komplette Leben, geht nur über die Giftprocs weg. Weil die Schilde haben wir mit Korrosion entfernt. Ich habe in dem Moment aufgehört zu schießen, als die Schilde weg waren. Oder sogar bei einem Level 155er Heavy Gunner. Das ist jetzt zwar nicht so extrem, aber ihr müsst bedenken, der hat glaube ich 98,2% Damage Reduce oder 98,7. Das heißt, das ist unglaublich viel Schaden, was der hier gerade die Sekunde frisst. Dann haben wir noch den hier. Der frisst noch mehr Damage. Also das ist dann schon wirklich extrem. Oh, schade. Hat nicht gereicht. Noch nicht. Weil, ich habe ja schon gesagt, wir können das Ganze ja auch noch über Arcanas regeln. So, ich schummel jetzt aber noch ein bisschen. Ich will nämlich das Arcana direkt ausgelöst haben. Ah, Moment. Ah doch, ich hab's. Schaut euch diese Giftprocs an. Ja, dann. Also, ich sage einfach mal, die Hystrix, die hat Power. Sie ist nicht so ganz das, was wir alle erwartet haben, weil wir haben wirklich damit gerechnet, man kann im Kampf seine Elementarkombination ändern. Zum Beispiel von Corrosive zu Radiation wechseln, einfach indem wir statt Gift auf einmal Elektro reinmachen oder Hitze. Aber ich muss gestehen, das, was die Hystrix hier leistet, das ist enorm. Also, Hut ab. Ich hoffe, ich konnte euch hiermit helfen. Falls ja, lasst mir doch ein Abo und ein Like da und bis bald.